Schwungvoll ging das Jahr erst los, mit Neujahrsgottesdienst, famos. Wir alle waren hoffnungsvoll, 2020, das wird toll. Wir glaubten fest, hielten die Treue, waren optimistisch, stets aufs Neue und wollten, hier ist nicht zu spaßen, beim Unglauben uns helfen lassen. Was dann geschah, sah niemand kommen. Ein Virus in Beschlag genommen, hat Stadt und Land und Mann und Maus. Gemeinschaftsleben vor dem Aus. Doch Lockdown hin und Shutdown her, wir merkten gleich, wir können mehr. Ein Krisenteam ward delegiert und hat sie flugs konstituiert. Den Fokus immer schön nach vorn, waren schnell viele Ideen geboren. Wie kann man zu den Menschen kommen, wenn all die Freiheiten genommen? Kein Gottesdienst am Sonntagmorgen und dazu die vielen anderen Sorgen. Unfassbar schnell das Virus wütet und scheinbar überall jetzt brütet. Im Gottesdienst per Video war wenigstens die Botschaft froh. Und Zuversicht, Zusammenstehen ließ Dank durch die Gemeinde wehen. Mit Hoffnungskerzen, Kartengrüßen ließ sich manch trübe Stund versüßen. Da man sich nicht besuchen kann, ruft man einander nunmehr an. Auch viele Online-Angebote halfen, dass nicht das Aus uns drohte. Gemeinsam beten, hören und lachen, den Alltag etwas schöner machen. Da große Treffen untersagt, haben wir online nun getagt. Nicht eine Sitzung canceln müssen, auch hier konnten Ideen sprießen. Im Wust der vielen Regelungen ist es uns permanent gelungen, das Schutzkonzept à jour zu halten, neue Planungen zu entfalten. Bald ist sie da, die Maskenpflicht, auch wenn nicht jedermann erpicht. Drauf ist, durch dieses Ding zu hecheln, die Mimik sieht man nicht, kein Lächeln. Was hilft's, wenn nur die Pandemie gehemmt, die Zahlen weiter eingedämmt? Der Sommer stimmte hoffnungsvoll, die Quoten allesamt im Soll. Das Wetter schön, die Badis offen, ließ uns Normalität erhoffen. Vieles war wieder nun gestattet, von Angst nur wenig überschattet. Was physisch ging, war durchgeführt, das Miteinander neu gespürt. Die Kirche wurde fit gemacht, mit Abstandshaltern und bedacht. Damit sich niemand infiziert, wurde jeder Abstand inspiziert. Eis 50. Doch dann, oh weh, die zweite Welle war leider auch bei uns zur Stelle. Nur 50 Menschen zugelassen, dabei strömten sie sonst stets in Massen. Auch hier die Lösung schnell herbei, der Gottesdienste sind's nun zwei. Recht digital ging es dann weiter, denn der November, der wurde heiter. Dank Sternenweg zur Weihnachtszeit waren auch die Kinder ganz bereit, per QR-Code zu performieren und Weihnachtszeit zu zelebrieren. Doch schließlich kam, was kommen muss. Nach Weihnachten war wieder Schluss. Schauen wir nun mit festem Blick gemeinsam auf das Jahr zurück, finden sich viele Hoffnungszeichen und manches konnten wir erreichen. Sind wir auch nicht gerade neu geboren, so haben wir eines nicht verloren: den Glauben und die Zuversicht, dass Gott uns strahlt mit seinem Licht, dass er wohlwollend ist und gut, uns Hoffnung schenkt und auch den Mut, dem Herrn die Wege zu bereiten. Sein Segen möge uns begleiten.